Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich begrüße euch alle zu Teil 2 der Videoreihe Winterkarpfen, direkt bei mir hier zu Hause am Baggersee. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, sollte hier oben mal reinschauen, damit ihr auch wisst, um was es geht. Wir gehen jetzt direkt in die erste Angelnacht. Ich werde mir jetzt noch eine Wärmeflasche vorbereiten, die schön tief runter in meinen Schlafsack reinstecken, mich reinkuscheln und bin dann wirklich gespannt, ob wir heute Nacht oder vielleicht morgen früh die nächste Aktion im Winter hier am Baggersee bekommen. Ihr seid dabei, Film ab! So, jetzt bereiten wir mal unser Nachtlager vor. Schlafsack schön weit unten reingedrückt. Alles schön wieder zugemacht. Überdecke, ganz wichtig jetzt im Winter. So, dann läuft das. Auch schon wieder. Das hängt auch schon wieder irgendwo. Kommt doch. Big Fish. Alter Benjamin Franklin. Ui. Wahnsinns Januarbombe. So muss es sein. Unglaublich. Unglaublich. Alter Falter. Wir haben morgens um kurz nach 8, ist gerade hell geworden, die ganze Nacht Totentanz, dritte Aktion. Und sie werden größer, Jungs. Von da hängt der Schneemann. Und da seht ihr auch schön hier, wie das Blei weggeschossen ist. Ja? Das Blei ist noch auf unserem Leadcore drauf, nicht verloren. Aber genau das, was euch Ben gestern erklärt hat, ist eingetroffen. Von Schnee nichts zu sehen hier am Baggersee im Januar, aber der Schneemann hat gehakt. Petri Heil, mein Güster. Petri, Dank. So kann es ja starten. Hast du recht, ja. Da hast du echt recht. Wahnsinnsbeschwöre. Schöne Winterfarbe, richtig. Ja. Schnee im Hintergrund wäre jetzt noch cool. Ja. Aber es sind ja Temperaturen wie im Frühling diesen Januar. Wahnsinn. Ja, jetzt seht ihr unser Inliner, was sich schön ausgelöst hat nach dem Biss oder im Drill besser gesagt, auf der Schnur hier gleitet. Aber das Blei ist halt nicht verloren, wie das bei den Safety Clip Montagen oft der Fall wäre. Hinterm Blatt versteckt sich der Köder. Und definitiv kann man doch jetzt behaupten, oder?
Fertigvorfächer haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ein Fisch verloren, zwei Fische gefangen, kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Vor allem, wenn es mal schnell gehen muss, sind diese Teile doch wirklich zuverlässig. So, Rute muss wieder raus. Ein paar Boilies werden wir jetzt wieder nachsticken. Drei Aktionen kamen. Und das Verrückte ist, wir haben Temperaturen wie im Frühling. Ja. Wir haben Mitte Januar und ich laufe hier im Pulli rum. Also die Wärmeflasche hätte ich mir heute Nacht wirklich sparen können. Gestern Nachmittag hat es wirklich noch so ein bisschen angezogen. Aber jetzt, heute früh, ist wirklich krass. Wenn jetzt noch die Blätter hier sprießen würden und die Sonne noch ein bisschen mehr Kraft hat, könnte man wirklich denken, es wäre April. Also weiß nicht, was es gefühlt jetzt sind. 8 Grad, 10 Grad, ganz warmer Wind. Wahrscheinlich ist es kälter, aber kein typisches Januarwetter. Also hat auch Vorteile, die globale Erderwärmung. Ne? Man kann plötzlich im Januar mit tollstem Angeln, mit tollstem Karpfenangeln hier am Baggersee rechnen. Ich wollte gerade meine Montage wieder rauswerfen, also der Köder ist noch supi, ja. Und habe dann durch Zufall irgendwie in meiner Monoschnur 5-6 Meter oberhalb von der Montage einen Bereich gefunden, der wirklich grenzwertig ist, ja. Schaut mal hier, hier ist es. Komplett aufgeraut, die 40er. Da stehen sogar einzelne Fasern ab. Wahrscheinlich von der Kante hier, die so scharfkantig nach oben läuft. Und ich wollte eigentlich auf Schlagschnur verzichten, um besser und auch hindernisfreier werfen zu können. Aber ich werde jetzt hier definitiv eine Schlagschnur drauf machen, auf der rechten Route, weil das ist schon heftig. Also das kann auch ganz schnell blöd ausgehen und der Fisch ist weg. Richtig kaputt die Schnur. Ich mache jetzt mal einen Test. Habt ihr das gesehen? Das war einfach so, pam. Und das kann der Karpfen mit seinem Kopf problemlos. Da war jetzt viel Glück im Spiel. Dafür, dass wir den ersten verballert haben, dass der geschlitzt ist, haben wir jetzt hier wirklich Glück gehabt. Schlagschnur drauf und weiter geht's. Ich mache die Schlagschnur etwas länger, ruhig jetzt so 20 Meter, dann kommt auch der Knoten später durch die Ringe geflogen, aber ich habe an meiner Rute ja auch relativ große Ringe, ja. Auch der Endring vorne, richtig schön groß, da fliegt der Schlagschnurknoten gut durch. Wahnsinn, 40er Mono, so zerballert. Der Schlagschnurknoten, den ich benutze, ist relativ einfach. Ich nutze hier eine 50er Mono. Das ist eine schöne weiche Schnur. Leg mir die beiden Schnüre so aneinander, dass die Enden in entgegengesetzter Richtung wegschauen. Fange dann mit dem dünneren Ende an, lege das zurück, dass hier so eine Schlaufe entsteht und gehe 6-mal durch diese Schlaufe. Feuchte das an. Hier die Schlaufe schön langsam. Oi, 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 oi. Also das ist doch eine verrückte Session, oder? Gestern Abend, das Abendessen erklärt, Abfahrt und eben die Rute setzen wollen. Und dann läuft die zweite Rute von Ben ab. Aber das ist halt das Schöne, wenn man mit Freunden unterwegs ist und sich abwechselt. Die habe ich euch ja gestern erklärt. Wir machen es meistens so, wenn wir zusammen unterwegs sind. Der erste Biss auf die eigenen Routen. Und dann wechseln wir durch. Man weiß ja nie, wo die Fische herkommen. Vor allem jetzt im Winter zählt ja jeder Huber.
Und so kommt er als Karpfenangler, wenn er mit Kumpels unterwegs seid, immer voll auf eure Kosten. Es wird nie so sein, dass einer 5 Fische hat und einer leer nach Hause fährt. Wir angeln hier zusammen, wir arbeiten zusammen. Und dann macht man sowas, ja? Also Fischneid, sowas gibt es bei uns einfach nicht. Und die Leute, die das haben, die sollten sich, glaube ich, ein anderes Hobby suchen. Die auf ihren Kumpel neidisch sind, weil er mehr fängt. Oder einen größeren. Kompletter Blödsinn. Die vierte Aktion im Januar am Baggersee. Unglaublich. Früher waren wir hier als Kinder Schlittschuh fahren auf dem Eis. Und jetzt stehen wir hier und drillen Karpfen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Merkt man wieder die Kante draußen, wo er drüber drückt. Haben schon Power, die Fische. Ne? Wir haben vielleicht, keine Ahnung, 4, 5 Grad Wassertemperatur. Aber die machen richtig Druck. Kommen wir langsam hier vorne an die Oberfläche. Wieder ein Schuppi. Es gibt hier auch gute Spiegler. Vielleicht haben wir das Glück noch, aber wieder ein Schuppi. Vorne, wo ihr den Fisch ziehen seht, da fällt direkt die Kante runter. Da haben wir schon 3 Meter, fällt dann auf 9 Meter ab. Und da hat er halt natürlich gut Wasser unter sich, das nutzt er. Jetzt war er wieder an der Oberfläche und jetzt geht er wieder in diesen tiefen Bereich rein. Doch, Spiegler. Oh. Ich glaube, es ist doch ein Spiegler, eben noch gelabert. Weiß ich nicht. Schattenlicht so aus, als hätte er Schuppen, aber ich glaube, das ist ein Spiegler, das ist unser erster Spiegler. Doch ein Spiegler, ja. Ja, ist ein Spiegler. Na, ich hätte halt in der Fischerprüfung im Angelschein besser aufpassen sollen. Hätte ich es auch schneller erkannt. So, aber jetzt kein Blödsinn machen. Fisch muss ins Netz. Jetzt haben wir gar nichts gewonnen. Also er macht richtig Druck hier vorne im Uferbereich. Haben die anderen nicht gemacht. Blei ist wieder schön ausgeklingt, hängt ein bisschen weiter oben. Ist natürlich dann auch gefährlich, weil es wie eine Art Hebel immer wirken kann. Ja? Also immer jetzt schön Druck auf den Fisch halten, nicht zu viel Druck, aber schöne Spannung. Die schlaffe Schnur könnte jetzt wirklich dazu führen, dass Blei nach unten wegfällt und den Haken aushebelt. Das ist ein starker Spiegler. Ein richtig starker Spiegler. So. Oh ja. Richtigen Nacken. Ja, ein richtiger Nackenfisch. Komm. Jawohl! Wird geil. Bam! Schaut euch mal diesen
Nacken an. Kein Riese, aber ein unterkompakter Spiegelkarpfen. Ja. Wahnsinn, der hat richtig Druck gemacht hier vorne. Ich sag noch, ich würde gerne mal einen Spiegler fangen. Ja, wir haben jetzt auf alle Routen, außer auf die linke vom Ben, Aktion gekriegt. Schön verteilt draußen die Routen, in der Kante drin und lief jetzt jede Route ab. Ja. Unglaublich. Und wir sind, ja, jetzt sind wir glaube ich 24 Stunden hier, jetzt mittlerweile Mittagszeit. Wahnsinn. Wahnsinn. Im Winter am Baggersee. Jetzt zeige ich euch mal das Ding. Perfekt gehakt. Kleine Schneemann, diesmal mit pinkem Kopf. Richtig schöne Neujahrsmurmel. Schaut euch mal den Spiegler an. Rund wie ein Fußball. Bleibt da. Kraft haben sie. Kraft haben sie, ja. Das hat er gezeigt hier im Uferbereich. Gut Gas gegeben, der Kollege. Bleibt da. Der Pulli muss nach Karpfen riechen. Das hat er sich verdient. Starker Fisch. Riesenflossen. Riesenschwanzpaddel. Und geile, richtig tolle Schuppen auf der Seite. Petri Heil, wir sind auf jeden Fall mega happy. Das ist ja wirklich unglaublich, ne? Die Ereignisse überschlagen sich hier am Baggersee. So, eigentlich war ich gerade dabei, euch meinen Schlagschnurknoten zu zeigen und dann pfeift der nächste Fisch ab. Wollen wir nochmal von vorne anfangen zusammen? Für die, die es interessiert, und die anderen müssen halt einfach ein Stück vorspulen im Film, wie es weitergeht. Ja? So, ich schneide es nochmal ab. Zeige es euch nochmal. Es sind ja aktuell nur drei Ruten im Wasser. Eine steht noch am Ufer. So, wie gesagt, die beiden Schnüre aneinanderlegen, dass die Schnurenden immer eine andere Richtung zeigen. Schön nebeneinander. Mit der dünneren fange ich an, lege die zurück, dass diese Schlaufe entsteht und gehe sechsmal durch diese Schlaufe. Feuchte das ein bisschen an und ziehe die ganz langsam erstmal zusammen. Noch nicht richtig fest, nur so, dass sie leicht zusammengezogen ist. Drehe mir jetzt die ganze Schnur. Nehme jetzt die dickere Schnur, die Schlagschnur, lege die zurück. Und gehe jetzt hier 5-6 Mal durch die entstandene Schlaufe. Ich mache diesen Knoten auch beim Welsangeln. Ihr könnt diesen Knoten benutzen beim Spinnfischen. Mono auf Geflecht, Geflecht auf Geflecht, Mono auf Mono. Ziehe den auch leicht an. Und jetzt ziehe ich die beiden Schnüre, die beiden Knoten gegeneinander. Kurz bevor sie direkt aufeinander laufen, spanne ich jedes Ende nochmal nach. Schiebe sie dann noch ein bisschen so zusammen. Ihr könnt es erkennen. Die beiden Knoten sind schön aufeinander gelaufen. Überstehenden Enden schneide ich jetzt ab. Lass aber ein kleines Stück noch rausstehen, damit der Knoten noch ein bisschen in sich arbeiten kann. Unterdruck. Schnurenden, ganz wichtig, gehören nicht auf den Boden, gehören in den Müllsack. Ne? Also nicht einfach fallen lassen und liegen lassen. Zack. So sieht es dann aus. Steht ein bisschen was über, ja, aber mit großen Ringen dürfte es kein Problem sein beim Werfen. So nochmal. So, Druck drauf bringen. Hält. So, ein paar Leckerlis auf dem Platz rausbringen, dass die Fische ein bisschen was wieder finden, wenn sie suchen. Nicht zu viel, wir wollen die Fische ja nicht zapp machen, eiskaltes Wasser, aber ein bisschen zum Suchen animieren. Und dann kommt unser Schneemännchen wieder zum Einsatz. Weiter geht die wilde Fahrt. Ich habe leider nur noch eine Rute auf dem Pott. Ich wollte gerade die zweite Rute werfen.
und habe gesehen, dass hier oben die Sickeinlage geplatzt ist. Dummer Fehler von mir. Guckt mal hier. Hat irgendein Angler, der es gut gemeint hat, diesen Hang mit zwei Treppensteinen versehen. Und ich habe meine Rudi-Entje hingelehnt, umgedreht, umgefallen und genau mit dem Ring auf die Steine drauf und die Ringanlage rausgeplatzt. Kann ich so nicht weiter angeln. Könnte die Schnur beschädigen. So, jetzt rufe ich meine Freundin an. Ich hoffe, dass die mir eine Angel von zu Hause bringt. Braucht eine zweite Rute oder wir können noch mit rein angeln. So ein Mist. Aber Gott sei Dank sind wir zu Hause am Baggersee und nicht irgendwo in Südfrankreich, tausende Kilometer entfernt. Wenn nicht, wäre ich jetzt einen Angelladen gefahren, hätte mir eine neue gekauft. Mein Weihnachtsgeschenk kaputt gemacht. Echt, also ein Stein liegt hier an diesem ganzen See. Zwei Treppensteine. Und da fliegt die Angel drauf. Wie sagt man so schön? Eine ist besser als keine. Schnell die Freundin anrufen. Die muss mir eine neue Angel bringen. Hoffentlich macht sie das. Was zu machen. Im Winter bei den kalten Wassertemperaturen ist natürlich weniger mehr. Wir versuchen, die Fische an ihren typischen Winterstandplätzen zu fangen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass ihr jetzt keine riesen Futterkampagnen macht. Ja? Die Fische nehmen einzelne Happen auf zu bestimmten Zeiten am Tag. Wir müssen die Fische jetzt natürlich mit Leckerlis locken und setzen bei der Fischerei bei den kalten Wassertemperaturen jetzt auf hochattraktive Köder. Wir haben 16er und 20er Boilies dabei. Kleine Köder sind ja oftmals im Winter viel besser als sogenannte Leckerlis irgendwo präsentiert. Den GLM von Bait Lounge ist ein hochattraktiver Boilie, besteht aus Muschelmehl. Muscheln sind hier zahlreiche im See vorhanden. Und das Tolle an dem GLM Boilie ist, der fängt sich leicht an, unter Wasser die Außenhaut so abzulösen. Er wird so wie pilzig, schimmelig und das ist eine ganz attraktive Sache für die Fische, weil kleinste Partikel vom Köder abgestoßen werden, selbst bei sehr kalten Wassertemperaturen. Obendrauf habt ihr im Video gesehen, einen auffälligen Poppy angepasst. Ein bisschen was dann noch fürs Auge von den Winterkarpfen. Perfekter Geschmack, perfekte Attraktoren jetzt bei den kalten Wassertemperaturen. Ja, und schon kann es losgehen. Wir haben jetzt für die Fischerei, es werden 2 Tage am See bleiben, auch keine riesen Mengen dabei. Ja, sie sind vielleicht noch 2,5-3 Kilo drin. Da werden wir bestimmt 2 Kilo davon wieder mit nach Hause nehmen. Einfach immer nur ein paar Leckerlis mit dem Rohr rausgestickt, damit die Karpfen in ihrem Bereich, wo wir sie jetzt vermuten, immer ein bisschen was finden. Und so können wir sie dann auch dazu animieren, auf Futtersuche zu gehen. Und bisher ist es ja ganz gut angelaufen. Bin gespannt, wie es weitergeht. So, ich habe die Idee, ich will jetzt noch mal was testen, wenn meine Freundin mir die Ersatzrute bringt. Und zwar, ich habe mir so ein 360 Grad Rig hier gebaut und möchte jetzt nur noch mal einen einzelnen Poppy, einen auffallenden gelben Pop-up in dieser abfallenden Kante da draußen präsentieren. Ich habe hier diese Spinner Rigs eingesetzt. Wird einfach im unteren Bereich hier an dem Wirbel ein Stück Schnur angeknotet. Ich habe jetzt eine geflochtene benutzt, die wir auch bei den anderen Rigs benutzt haben. 35 Lips. Habe die Ummantelung in dem Fall komplett dran gelassen. Habe es gerade hier unten an dem kleinen Wirbel, ich mache euch das mal auf, dass ihr es besser sehen könnt, eingeschlauft. Knetblei außenrum. Dann um den kompletten Knoten bis zum Wirbelring hin fixiert. Circa 15 cm lang das ganze Vorfach. Und hier oben im Hakenbogen oben auf dem Hakenschenkel läuft ein kleiner Wirbel. Da habe ich mir ein kleines Stück geflochtene Schnur drauf gemacht. Genauso lang wie so ein 20er
Poppy ein Durchmesser ist. Und so sieht es dann aus, mein System. Das Blei legt sich an den Gewässergrund und der Poppy schwebt genau ganz knapp über Grund, der Haken direkt darunter. Und es kann sich 360 Grad drehen. Also perfekte Hakeigenschaften. Mit dem System konnte ich schon im Sommer viele gute Fische fangen. Das ist eines meiner Lieblingssysteme. Ganz einfach, aber effektiv. Ja, und das werde ich auf der zweiten Route von mir, sofern sie jetzt bald ankommt, noch vor der Dunkelheit, ja, mal probieren. Mal eine Route noch mit was anderem probieren. Auf jeden Fall in dieser steil abfallenden Kante wird so ein gelber, leuchtender Poppy auf jeden Fall super auffallen. Ja. Und er stellt sich auch immer schön übers Kraut, schön über den Dreck, wenn irgendwelche Sachen am Gewässeruntergrund sind. Ich zeige euch mal, wie es im Wasser aussieht. Das kann man hier toll zeigen. Im klaren Wasser. Schaut mal. Zack. Ich setze mal lieber da nach vorne. Ist doch stark, oder? Blei hält den Poppy knapp über Grund. Und so steht er. Schön, wie ihr es hier auch erkennen könnt. Über Laub, über Kraut. Ja, was da halt am Boden unterwegs ist. Vor allen Dingen in so einer steil abfallenden Kante muss der doch richtig locken. Tolles System, da ist ein mega Vertrauen drin. Probier mal aus. Aber wir müssen erst noch auf die Route warten. Das Wasser ist eiskalt. Boah, mir frieren die Hände ein. Ja, wir haben jetzt kurz vor 16 Uhr, wird gleich wieder, es wird schon dämmerig, wird gleich wieder dunkel. Ja. Bin mal gespannt. Der Ben pennt, er ist müde, braucht ein bisschen Erholungsschlaf, weil in der Dunkelheit ist auf jeden Fall wieder, hoffe ich, Daumen drücken, mit einer Aktion zu rechnen. Hängt 100% mit diesen noch sehr, sehr warmen, für die Jahreszeit unnatürlichen Außentemperaturen zusammen. Das Wasser ist eiskalt, wie gesagt, wir hatten ja kurz vor Weihnachten auch diese kalte Frostzeit, wo wir schon damit gerechnet haben, dass der See hier zufriert. Gab ja sogar Randeis. Und jetzt plötzlich, puff, 20 Grad dazugekommen. Von minus 10 auf plus 10. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade 8 Grad noch hier am Nachmittag. Heute Mittag war es richtig warm, war ja auch die ganze Zeit im Pulli da gesessen. Wirklich verrückt, wirklich verrückt. Aber ich hätte selber so nicht dran geglaubt. Ich habe ja auch schon bei Eis und Schnee Karpfen gefangen, aber es war wirklich ein richtiger Kampf. Aber jetzt hatten wir 4 Aktionen. 3 Fische gefangen, nicht mal 24 Stunden hier, keinen großen Eck gemacht, kein Boot dabei, ja, kein Echolot, keine großen Vorbereitungen. Ich war mit meinem Sohnemann zweimal hier in der letzten Woche und dann ging das gut vorwärts. Ja. Bin gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Wir werden auf jeden Fall hier dranbleiben. Morgen geht es auf jeden Fall erstmal nach Hause. Die Family wartet. Morgen früh um 10 wollen wir einpacken. 24 Stunden, 26 Stunden sind wir jetzt hier. 14 Uhr haben wir gestern, glaube ich, begonnen mit dem Angeln. Jetzt ist 16 Uhr. Morgen früh um 10 ist ready. Dann geht es wieder nach Hause, ins Büro, will was arbeiten. Ein guter Dinge, dass da noch 1-2 Aktionen kommen. Ja. So, ich warte jetzt nur auf meine Freundin, dass die mir die fehlende Rute bringt. Echt blöd sowas. Aber passiert, ja. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall die Rute ans Zelt hier stellen. Da kann sie nicht umfallen. Schon 5000 Mal eine Rute umgefallen, aber noch nie auf eine Treppenstufe hier im Dschungel. Ja, feines Mädchen. Hallo. Ja, Finny ist zu Besuch gekommen und die Angel ist da. So, werde ich kurz umbauen. Das ist meine Sommerrolle mit der geflochtenen Schnur drunter. Und dann können wir wieder die zweite jetzt einsetzen. Mega, hä? Was hab ich Glück mit meiner Frau, die bringt mir sogar eine Angelrute an Teich. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob eure Frau das auch machen würde. So, neue Rute, neues Glück und diesmal mit einem neuen System. Das habe ich euch ja schon vorhin vorgestellt. Schicken wir es mal raus in die Weite. Daumen drücken, ne?
Und schon ist der Tag wieder rum hier am Baggersee. Wir haben 18 Uhr, stockeduster, wird jetzt auch wieder ein bisschen kälter, der Wind kommt auf, drückt aber schön bei uns aufs Ufer drüben drauf. Nicht schlecht, sollte noch ein Fisch bringen. War ein spannender Nachmittag. Meine Freundin kam vorbei mit Finny. Finny hat sich natürlich gefreut, hier mal kurz draußen dabei sein zu dürfen. Die ist ja sonst das ganze Jahr mit mir unterwegs. Aber jetzt bei der Kälte und vor allen Dingen hier am Stadtparksee, wo tausende von Leuten mit ihren Hunden rumlaufen, ist es ein bisschen nervig. Und dann durfte sie zu Hause auf der Couch bleiben. Das ist natürlich dann auch ein riesen Vorteil, wenn man nah von zu Hause angelt. Da kann die Family mal vorbeigucken, wenn man längere Zeit unterwegs ist. Und ich habe eine Ersatzrute bekommen. Alles wieder am Start. Und jetzt drückt uns mal die Daumen, dass da noch einer angeht. Wäre ja absoluter Wahnsinn. Aber ich denke, da kommt noch ein Fisch. Entweder heute Nacht oder morgen früh. Und jetzt werden wir uns noch was Leckeres in die Pfanne hauen. Ein gutes Stückchen Fleisch. Und dann geht's ab im Schlafsack. Bis zum Biss. Viele Grüße vom Baggersee. Never change a running system. Wärmeflasche ist vorbereitet. Schön tief unten rein in den Schlafsack packen. So. Und jetzt geht's ab in die Falle. Wir haben 22 Uhr. Es ist merklich kälter geworden. Und auch merklich ruhiger. Vielleicht haben uns die Fische gecheckt, haben den Braten gerochen. Schauen wir mal, ob heute Nacht oder morgen früh, ein paar Stunden haben wir noch, bis wieder heimgeht, noch einer angeht. Bis zum Biss. Wenn es hier abfiebt, seid ihr auf jeden Fall dabei. Schönen Abend, bis später. Ich gehe jetzt auch hier ins Bettchen. Kein kleiner Fisch. Ja, ein schöner Spiegler. Zack. Wahnsinn. Schönes Ding. Der könnte so in die 20 Kilo Klasse gehen, Ben. Schon krasser Fisch. Petri, hallo, guten Morgen, junger Mann. Petri, morgen. Guten Morgen euch auch. Ja, wann sind wir ins Bett? Ich glaube, halb zehn gestern. Jetzt sind wir 7. 9 Stunden durchgepennt. Immer noch stockeduster. Und der Wecker ging an, ja. Da hat es durchgerattelt und ein echt starker Spiegler liegt im Netz. Ich glaube, das ist bisher unser größter Fisch, der vierte Fisch jetzt. Wahnsinn. Ich habe schon die ganze Nacht so ein bisschen unruhig geschlafen. Also, da muss dann was gehen, kann dann plötzlich komplett abbrechen, komplett einschlafen. Aber im Morgengrauen eine richtige Röhre. Effektiv, der Schneemann. Da hat er schwer zu heben. Ja, willkommen aber. Wirklich verrückt. Ja, so sehen Fische in der 20 Kilo Klasse aus. Wahnsinn. Petri, heil. Petri, dank. Eine eiskalte Bombe.
zweiten Mal. Haben uns nochmal hingelegt. Ja, und jetzt läuft die ganz rechte Route ab. Wisst ihr noch, was wir da drauf gemacht haben? Da war der gelbe Poppy drauf. Und die neue Route. Wahnsinn, Jungs. Am letzten Morgen unserer Tour noch so ein Hammer drin hier. Die ganze Zeit hier vorne im Kantenbereich kommt da mal an die Oberfläche, zieht da seine Bahn. Aber es kommt nicht mehr. Unglaublich. Ich glaube, der ist richtig schwer. Alter, was ein Fisch. Alter, was ein Fisch. Guck mal den Bauch an. Was ein Bulle. An der Seite hängt da drin. Der hat ihn gebracht. Alter Falter, was ein Fisch. Boah. Oh. Boah. Wahnsinn, Wahnsinn. Also so in die neue Angelsaison 2023 zu starten. Unglaublich, unglaublich. Das ist einer meiner größten und schwersten Karpfen, die ich jemals fangen durfte. Ja.
Und der kommt auch noch direkt im Januar hier vorbei. Guckt euch mal den Bauch an. Oh, was ein Traumfisch. Ganz kurios alles. Rute kaputt gemacht, neue Rute geholt, gestern Abend noch ein Poppy dran geknotet, rausgeworfen, was Neues probiert und jetzt im Morgengrauen, kurz vorm Zusammenpacken, läuft das Brett hier ab. Wahnsinn. Wahnsinn. Alter Falter, was ein Fisch. Also, dass es für mich nochmal so dicke jetzt auch noch kommen sollte, ja, damit habe ich nicht gerechnet, bin mega happy. Unglaublich, unglaublich, was die für Proportionen haben, wie die Fische drauf sind, jetzt hier im Winter bei diesen kalten Wassertemperaturen. Ja, für uns heißt es jetzt alles zusammenraffen. Da oben steht die Karre, die muss wieder beladen werden. Aber während wir das Zelt jetzt einpacken, alles, hier, die Glücksmontage, ist ja noch fängig, Poppy ist alles dran. Werde ich die Rute nochmal schnell auf den Platz schmeißen, wer weiß. Die 20, 30 Minuten kann sie ja noch draußen liegen. Ist ja besser, als wenn sie hier am Ufer steht. Vielleicht geht ja noch einer an, während wir hier alles jetzt zusammenraffen. Gerade beim Einpacken fängt sie an hier zu piepsen, die linke Rute von Ben. Aber habt ihr ja gesehen, Zwinger hoch, runter. Wasservögel sind draußen keine da. Vielleicht auch die erste Weißfischaktion, ja. Gibt ja hier riesige Brassen, da hat man jetzt überhaupt keine dabei. Das ist gut gelaufen. Komisch, ja. Komisch. Geht wieder auf. Naja, beide alles zusammenraffen. Die Ruten kommen zuletzt raus. Wie viel Glück kann man eigentlich haben, ne? Zwei Tage sitzt man hier bei angenehmsten winterlichen Temperaturen. Und jetzt gerade beim Einpacken kommt der Regen und alles wird nass. Naja, aber zwingend einmal nass beim Angeln, ne? Ist immer das Beste. Vielleicht ist auch nur eine kurze Husche, aber es fängt an zu tröpfeln. Na, unsere Lastenesel sind gepackt, alles ist wieder verstaut, das war auf einmal schön alles wegkriegen und wir sind natürlich mega happy, ja, dass das so gut hier angelaufen ist. Bestimmt hat uns das Wetter in die Karten gespielt, keine Frage, der Winter ist eine zähe Zeit zum Karpfenangeln, vor allen Dingen an solchen großen, tiefen Gewässern erstmal die Fische zu finden, zu lokalisieren. Wir haben das richtige Zeitfenster abgepasst und ich denke, das solltet ihr auch tun. Also bleibt auf jeden Fall ein bisschen flexibel, plant nicht zu lange im Voraus die Winterfischerei, sondern richtet euch nach den äußeren Bedingungen. Eine geile Zeit im Winter war es auch immer, wenn die Gewässer leicht zugefroren waren oder es Randeis gab und plötzlich eine Warmfront reinkam und das Eis sich gelöst hat. Dann waren die Fische auch immer sehr aktiv. Oder wenn man wie dieses Jahr, ja, einen Winter hat, der frühlingshafte Temperaturen hat, dann sollte man auf jeden Fall ans Wasser. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, nutzt die Zeit jetzt, geht raus, denn ihr könnt richtig starke, fette Winterkarpfen fangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.